so, liebe Zuschauer, einen Kastenwagen, wobei wir für den Kastenwagen ja einen neuen Begriff suchen, haben wir noch. Und das hat zwei Gründe. Zum einen sehen wir hier natürlich eine etwas farbliche Auffrischung und zum anderen gehen wir einfach mal in die ganz kompakte Klasse. Das heißt, der Boxlife 540 MQ ist, wie der Name schon sagt, 5,40 Meter lang und das Ganze schauen wir uns jetzt im Detail an. Also dieses knackige Rot hier gefällt mir wirklich gut und wir holen uns gleich mal die Auszeichnung ab. So, alles drauf für euch, inklusive dem Preis des ausgestellten Fahrzeugs. Wir haben hier wieder die Angabe, zulässige Gesamtmasse zwischen 3,3 und 3,5 Tonnen, je nach Fahrwerksausstattung. Masse im fahrbereiten Zustand 2650. Da könnte man jetzt fast sagen, in der Kürze liegt die Würze, weil wir da natürlich sehr viel Zuladung haben und die Gesamtlänge ist, um es genau zu sagen, 5,41 Meter. Ja, optisch, wenn wir uns das jetzt so auf den ersten Blick anschauen, verändert sich nicht viel. Wir haben ein schönes Bodendekor. Wir haben, was mir auch ganz gut gefällt, muss ich wirklich zugeben, diesen schwebenden Tisch, also ohne Tischbein. Eine tolle Sache, vor allem, wenn wir hier ein Bodenfach haben. Und ja, Interieur, lasst das auf euch wirken, ob das euer Geschmack sein könnte. Und über dem Tisch ein doch großes Staufach, also ordentlich, kleine Ablagemöglichkeiten daneben. Ich habe ja jetzt schon wirklich einige Knaus gemacht, weil mir die im Netz ein bisschen zu wenig waren und natürlich wiederholt sich von Modell zu Modell das ein oder andere, auch hier über dem Fahrerhaus Staumöglichkeit. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Teil. Das heißt, wir haben hier den Küchenblock, kennt ihr schon, zwei Flammenkocher, das Waschbecken, rechteckig mit der Möglichkeit, eventuell das hier als was auch immer zu benutzen. Wir haben wieder das schöne Schaltersystem. Ja, also ein Schalter, vier Bedienmöglichkeiten. Wir haben hier zwei Schränke über dem Küchenblock. So. Und natürlich auch wieder die Möglichkeit, hier schöne Lichtspielereien zu machen. Wir haben auf 5,40 Meter ein Festbad. Das ist natürlich überraschend. Und ich kann jetzt nicht sagen, also absolut nicht, dass das hier irgendwie total einschränkend wäre. Das ist jetzt eigentlich was mit so einer Erwartungshaltung, geht man vielleicht rein. Wir haben wieder das kleine Waschbecken. Wir haben das Thema mit dem über Pushlock fixierten Spiegel, den ich dann vor das Fenster ziehen kann. Und hier haben wir auch wieder diese Ablagemöglichkeiten, die dann freigegeben werden. Und das Ganze verschließe ich genauso wieder, wie ich es aufgemacht habe. Hier auch toll beleuchtet, ringsrum. So einen schönen LED-Streifen. Schön gemacht, super hell hier drin. Und
das Ganze natürlich wieder im Festbad abschließbar beim Duschen mit einem Duschvorhang, der hier über Schiene ganz ringsherum führt. Also ich bin überrascht. So, dann kommen wir nach hinten. Wir haben hier natürlich, das geht dann nicht mehr anders, Heckquerbetten. Aber auch das ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich sagen müsste, man fühlt sich da in irgendeiner Weise eingeschränkt. Gar nicht. Ja, wir haben hier natürlich zwei Stauschränke, wo meistens drei sind. Wir haben hier drin befestigt die Fernbedienung für das Farbspiel mit dem Licht. Wir haben zwei Leselampen. Dasselbe mit den Schränken haben wir hier auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, bin ich überrascht vom Raumangebot. Und hier an diesen Gurten sehen wir natürlich, dass wir auch wieder die Möglichkeit haben, das Bett zu heben. Ja, das heißt dann im Endeffekt, dass wir in diesem Bereich wieder mehr Platz bekommen. Also es ist ziemlich durchgängig, muss ich sagen, mit den Hubbetten. Und gut, der eine sagt mal, das ist ein Hubbett, dann heißt es wieder, es ist ein Bett mit Hebemöglichkeit, wie auch immer. Ich kann das Bett in der Höhe verstellen und kriege dann hier unten wieder enorm Platz. Was ich schon sagen muss, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt wie in einem Kastenwagen der 540-Klasse. Also tolles Raumgefühl. Wir haben hier wieder, das sind dann natürlich die Punkte, wo ich sage, okay, das ist ein Kleiderschrank, der ist ja, ungefähr halb so breit wie normal oder vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Aber jedem ist vorher klar, dass ich irgendwo Abstriche machen muss. So, jetzt habe ich hier nochmal den Schalter gefunden von der schönen Ambientebeleuchtung. Und wir haben auch hier unten wieder, den Schalter finde ich jetzt leider nicht, diese kleinen Lampen verbaut, die in der Nacht sicherlich ein tolles Licht geben. Ja, schöne Schubkästen. Also hier ist genug Platz. Kann man jetzt nicht jammern. Überhaupt nicht. Wir haben jetzt hier den Kompressorkühlschrank mal unten verbaut. Aus dem Grund sicherlich auch wieder auf jeden Fall das Modell gewählt von Dometic, das ich beidseitig öffnen kann. Ja, also ein bisschen weniger Platz ist da. Dann sind solche Features ja fast ein Muss. Aber wenn wir uns jetzt von vorne das Ganze nochmal anschauen, also ja, das ist völlig in Ordnung. Und auch 540 ist eine Klasse, die man viel fahren sieht. Warum denn auch nicht? So, jetzt gehen wir nochmal nach hinten. Also wie gesagt, hier schöne frische Farbe in Richtung Brombeer, würde ich jetzt mal sagen. So, und jetzt haben wir das Ganze von hinten mit dem Heckquerbett, mit dem Kuschelbett. Und ja, das, also auch diese Lichtgeschichte, tolle Sache, super. Und wenn man sich jetzt vorstellt, immer daran denken, 45, also ist jetzt nicht ganz so lang, ich bringe das Hubbett nach oben. Ich habe wieder die Möglichkeit, einen durchgängigen Laderaum zu schaffen, der wieder mit diesen Einsätzen hier verschlossen werden kann. Dann habe ich enorm Platz, also wirklich enorm. Das finde ich toll. Das Konzept ist wieder das gleiche. Wir haben auf der einen Seite Strom, wir haben auf der anderen Seite Wassertank. Und also ich bin wirklich, wirklich überrascht.
schönes Fahrzeug, sicherlich für viele Menschen, das muss ja dann eben wieder jeder selber entscheiden, ausreichend mit 45, klasse gemacht. Und jetzt nehmen wir noch die Fahrerseite mit. Wir haben hier eben die Möglichkeit, den Landstrom anzuschließen. Wir hatten bis jetzt, glaube ich, bei allen Fahrzeugen, wenn ich mich erinnere, immer wieder auch ein zusätzliches Fenster im Badbereich. Also das wisst ihr, das ist absolut meine Empfehlung. Wir haben hier eine Dieselheizung, immer leicht erkennbar am Termin. Und ja, gibt es nichts zu sagen, nichts zu meckern. Ich bin auch immer noch ein bisschen begeistert von der Farbe. Also die ist echt ganz klasse. Und wir sind damit auch schon durch mit diesem Fahrzeug. Ich denke, das passt auf jeden Fall zum einen oder anderen Lebensstil. Lasst es euch durch den Kopf gehen, überlegt es euch. Und ich verabschiede mich. Bis bald.